Moin moin Leute, Jumlo hier und willkommen zurück zu Europa Universalis. Es geht weiter. Wir haben in der letzten Folge unseren Krieg gegen die Mamelucken zu Ende gebracht. Nicht ganz so erfolgreich wie gehofft, aber doch mit dem Sieg. Wir haben dann doch lieber früher beendet, bevor wir noch mehr Truppen verlieren. Wir sind gerade technologisch ein bisschen hinterher. Und wir kümmern uns jetzt hier um Kangra und Guge, um die beiden Kleinstnationen hier an unserer Grenze. Und außerdem gibt es Glaubenseifer. Mehr Missionarsstärke. Sehr schön. Ist jetzt aktuell nicht so dringend nötig, weil es da relativ gut aussieht mit, aber beschweren werde ich mich sicherlich nicht drüber. Schaden tut es definitiv auch nicht. Und der Ulema möchte gerne die Kontrolle übernehmen bei uns und da sage ich nein. Hört auf, so mächtig zu werden. Oder können wir den Empfehlungen eventuell sinnvoll folgen? Fünf Jahre, bis das wegfällt. Wir weisen ihre Autorität zurück. Verlieren dadurch dummerweise Stabilität. Aber wir können zumindest das Loyalitätsproblem wieder lösen, indem wir ihnen Geld geben. Wird schon schief gehen. So. Außerdem erstellen wir weitere Kernprovinzen. So, ich weiß, ihr rennt gerade über mein Land rüber. Aber damit komme ich schon irgendwie klar. Und ich denke gerade ernsthaft drüber nach, die Festung in Deraliat einzustampfen. Weil ich glaube, die ist tatsächlich nicht unbedingt nötig momentan. Jedenfalls ist die mit am wenigsten wichtig. Die kostet uns relativ viel Geld. Gleichzeitig werde ich mal die Festung hier stilllegen. Und auch an der mamelukischen Grenze, da herrscht immerhin erstmal eine Weile Frieden. Allerdings werde ich mir für die Mamelucken auf jeden Fall offen halten. Sobald die Waffenruhe endet, möchte ich da wieder Krieg führen. Also in weniger als 10 Jahren. Und bis dahin haben wir hoffentlich auch die nächste Technologiestufe. Und ich bin gerade ernsthaft überlegen, den Schwerpunkt wieder auf Militär zu legen. Aber erst, wenn wir alle Kernprovinzen haben. Dann werden wir das machen. Und uns darauf ein bisschen fokussieren. Und du kannst eigentlich wieder heim. Den Anspruch brauchen wir ja gar nicht. Garhwal ist übrigens ebenfalls Sikh. Und Nepal hier hinten ist hinduistisch. Okay, Nepal gehört aber auch tatsächlich zu Ming. Da kommen wir also nicht weiter. Aber um den Rest können wir uns in aller Ruhe kümmern. Ja, geh erstmal nach Guge. Allerdings auch bitte nur die Hälfte, sonst wird's unbequem. Die anderen beiden könnten ehrlich gesagt sich erstmal hier drum kümmern und dann nach Kangra marschieren. Und die zweite Armee kann sich schlichtweg um die feindlichen Truppen kümmern. Machen wir es doch so rum. Das ist auch eine Herangehensweise. Gleichzeitig, welche Mission haben wir gerade? Genau, Kangra entfernen, das war das. Wir könnten Ansprüche hier auf die Schiiten fingieren. Auf Karakunlu, ich glaube, das mache ich mal. Haben wir da noch Ansprüche? Nein. Karakunlu wird voraussichtlich das nächste Ziel werden, zusammen mit Mazandaran. Dann machen wir das. Das Mane annektieren in der Zwischenzeit Rapizund. Okay. Dann heißt jetzt eigentlich nur noch abwarten. Sollen die ruhig meine Vasallen angreifen? Apropos Vasallen, die müssten eigentlich auch mal wieder füttern. Eventuell ein weiterer Krieg gegen Gujarat, aber aggressive Expansion sieht gerade einfach nicht so schön aus, finde ich. Da müssen wir uns wirklich was überlegen, wie wir damit umgehen wollen. Sonst haben wir bald ein Problem. Aber hey, wir sind fast fertig mit Bekehren. Wir haben jetzt schon fast 100% religiöse Einheit. Gut, wir werden damit auch leider nicht ganz hinkommen, weil wir zwei Provinzen aktuell nicht bekehren können. Aber wir kommen zumindest nah ran. Und ich muss gerade mal ganz kurz was verschieben auf meinem zweiten Bildschirm. Ich habe nämlich meine Uhr nicht im Blick gehabt. Ja, aber sehr schön. Wir bekehren weiter. Und Kastilien hat die Osmanen rivalisiert. Wie groß ist denn Kastilien? Standardmäßig, aber sie haben Aragon. Neapel ist unabhängig und ist gewachsen. Uiuiui, nicht schlecht. Frankreich hat sich auch in Italien reingefressen. Burgund gibt es immer noch. Ja, ist eine durchaus interessante Karte. Holen wir uns doch einfach mal Guge jetzt. Annektieren wir sie gleich.
Jetzt haben wir eine gemeinsame Grenze mit jemandem, den wir nicht kennen. Auch interessant. Generell wird die ganze Situation mit Ming noch sehr interessant werden, habe ich das Gefühl. Mal gucken, was dabei rauskommt, so ganz generell. Weil früher oder später werden wir definitiv mit denen in Konflikt geraten. Mal gucken, wie wir uns das schlagen. Ha, aber wir haben Kangra. Sehr gut. Damit wäre auch die Mission erledigt. Könnten jetzt auch direkt Gawal angreifen. Ist hier auch schon mal die zweite Armee runter. Ich würde allerdings vorher gerne eine Kriegsdrohung gegenüber Transoxanien aussprechen. Akzeptieren sie aber nicht. Schade. Wir sind nicht stark genug, um das zu machen. Das wäre schön gewesen. Okay, vielleicht ein andermal. Aber zumindest die hier werde ich noch mitnehmen. Machen wir es jetzt nämlich einfach so. Und sehr schön, die Rebellen werden von Delhi zerlegt. Soll mir recht sein. Herrscher von Mewat ist gestorben. Wo ist Mewat? Mewat ist der Kleine hier. Stimmt, Mewat wollten wir verwenden, um Delhi aufzufuttern. Ich erinnere mich. Herr Gauer war auch unser Vasall. Wer war denn noch unser Vasall? Stimmt, Gazikum kann wir auch noch. Ah, jetzt, diese ganzen Pläne, die wir mal geschmiedet haben. Ich erinnere mich. Und Adal natürlich. Also ich denke, wir sollten einfach langsam eine Grenze oder einfach von Gujarat hier zumindest Chitorga noch erobern, damit wir uns darüber Nagaur dann langsam annektieren können. Über Delhi wird das ja nichts. Und die Reformation unterteilt sich in Hessen. Okay. Gut, du marschierst hier durch, die anderen belagern. Ränkeschmiede in Herat. Ach, unser Berater soll den Hof verlassen. Absurd, mit den 10 Legitimitätspunkten kommen wir klar. Haben wir schon Schlimmeres überstanden. Was wir aber mal machen könnten, ist mal wieder ein paar Gebäude bauen eventuell. Ein bisschen Ressourcen investieren. Mehr Geld. Mehr Dukaten bitte. Das reicht sogar schon für den Moment. Mehr können wir eventuell später noch dazu holen, aber für den Anfang ist das gar nicht mal so schlecht. Und Chagatai ist ein Tributstaat von Ming. Was sagt denn die Karte von Ming aktuell? Wir haben jetzt schon mehrere gemeinsame Grenzen. Und die Akant gehört zu Chagatai dazu, solange sie jetzt nicht in die Unabhängigkeit entlassen werden. Könnte aber interessant werden. Sollte die Akant unabhängig werden, wären sie ein interessantes Ziel. Allerdings sind sie sunnitisch, also wird es in der Hinsicht erstmal nichts werden. Aber ein potenzieller Vasall. Nee, auch dafür sind sie zu groß. Schade. Müssen wir gucken. Ich glaube, ich werde nach dem Krieg tatsächlich erst mal Frieden halten, Frieden wahren und mich dann um die Mamelucken kümmern. Und dieser General ist schlecht. Hoffen wir, er reicht für die Rebellen. Staatliche Schusswaffenregimenter. Nein, nicht interessant aktuell. So gar nicht interessant aktuell. Und ich hätte ungern die Flussüberquerung dabei, deswegen marschieren wir erstmal hier rüber. Nach Bela. So, holen wir sie uns. Und holen wir uns auch Ansprüche auf Karakundu. Vor allem holen wir uns den Weg nach hier oben. Das ist mir besonders wichtig, dass wir da endlich mal drankommen. Gucken wir mal, ob das klappt. Sieht gut aus. Etwas unnötig hohe Verluste, aber wir haben gewonnen und das ist das, was zählt. Außerdem haben wir Gawal unter Kontrolle. Würden die schon den Frieden akzeptieren oder... Nein, wir müssen ihre Freunde noch besetzen. Meinetwegen. Heißt jetzt wohl abwarten. Ihr marschiert hier hin. Wir schauen mal nach Rebellen. Aden. Schicken wir die mal hier rüber. Nach Arabien. Richtung Aden, weil da wird es gleich den Aufstand geben, sehr wahrscheinlich. Okay. Okay.
Neunkirchen lehnen Weihrauch ab. Wird dadurch, also schadet dem Handelsgut, aber gut. Interessiert uns nicht näher. Wobei es könnte sein, dass wir damit handeln. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber möglich wäre es allemal. Wir schließen jetzt einfach einen möglichst teuren Frieden mit denen. Und kriegen eine Kernprovinz. Und vor allem kriegen wir auch Garwal. Sehr schön. Und auch da macht die aggressive Expansion quasi nichts aus. Und jetzt haben wir eine weitere gemeinsame Grenze mit den Ming. Weil Nepal ein Satellitenstaat ist. Und wir können einen weiteren Rivalen festlegen. Ich würde sagen, wir machen es simpel und nehmen Karakunlo. Immerhin sind die gerade unser Hauptziel. Denn da kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir weitermachen können. Auch mit Koalition, potenzieller Koalition im Nacken. Ich würde generell sagen, dass wir im Osten erstmal so ein bisschen die Füße stillhalten. Sodass Gujarat und Transoxanien weiter abfallen können. Und dass wir uns jetzt um Karakunlo und die Mamelucken kümmern in aller Ruhe. Für wir übrigens auch weitere Ansprüche auf die Mamelucken holen sollten. Entsprechend kommt der Diplomat aus Jemen jetzt mal heim. Und Mekka ist ein Teil unseres Besitzes. Sehr schön. So. Okay, lasst mich mal kurz überlegen. Gassikumuk hätte gerne eine Staatsehe. Nein, wir haben aktuell schon relativ wenig Legitimität. Karakunlu. Oh, wow. Die Osmanen garantieren ihnen die Unabhängigkeit. Ernsthaft? Würden ihnen aktuell aber nicht zur Seite stehen. Würden ihnen generell nicht zur Seite stehen, weil sie uns mögen und weil der Herrscher böswillig ist. Das ist schön. Dann würde ich sagen, dass wir sie tatsächlich gleich angreifen, weil sie haben offensichtlich ein Problem aktuell mit ihren, mit anderen Nationen. Wie mächtig ist Karakunlu? 21.000 Mann, also so viel wie eine Armee von uns. Sind uns technologisch etwas voraus. Dürfte aber trotzdem den Blick wert sein. Schauen wir mal, ob wir noch ein paar Rebellen loswerden. Aden klappt schon mal. Ustjurt. Schauen wir mal, Ustjurt. Du hast Ustjurt. Ustjurt ist hier oben und die werden wir tatsächlich los. Die anderen werden wir los, indem wir die Stabilität nochmal erhöhen. Mekka könnten wir loswerden relativ schnell. Und auch die von Medina. Das sind einfach nur die neu eroberten Provinzen hier. Machen wir das doch einfach. Vielleicht können wir uns auch gleich einfach einen entsprechenden Berater holen, wenn wir Glück haben. Ich meine, komplett los werden wir sie dadurch noch nicht, aber so gut wie. Ein paar Rebellen. Achso, das ist in unseren Verbündeten, das wäre also weniger schlimm. Die mutanischen Nationalisten werden auch erstmal keinen Aufstand starten. Wir sollten diese Flotte eindeutig wieder in einen Hafen schicken. Und wir sollten unseren Festungsunterhalt auch wieder hochsetzen. Gut, ich würde sagen, wir kümmern uns um Karakunlu. Aden sind wir los, dann marschiert ihr gleich. Hallo? Ist hier los? Irgendwie spinnt das gerade ein wenig rum. Okay, jetzt geht's wieder. Gut, ihr marschiert dahin. Und ihr beide marschiert dahin. Die sollen mir nämlich gleich die Armee von Mazandaran ausschalten. Und dann schauen wir mal, wie wir mit denen klarkommen. Weil ich gehe davon aus, dass wir von Karakunlu doch relativ viel erobern können, ohne große Probleme. Und da würde ich halt versuchen, jetzt auch eine klare Grenze zu ziehen. Und dass wir hier das Hakali-Gebirge quasi als Grenzlinie nehmen. Und dann eben hier oben, auf lange Sicht das hier oben nehmen. Eventuell sogar nach Georgien rein. Also ideal wäre Kachetien, Tiflis und Jerewan als Grenzlinie. Wobei dann Tiflis die Festung wäre. Und hier unten wäre Ardabil und dann entweder über Kirkuk, Tikrit und Adita oder sogar Ardabil, Mosul, Sinjar und Rabah.
Oder wenn das gar nicht geht, dass wir zumindest Urmia und Malaga sichern können. Dass wir erstmal das Gebiet hier sichern. Was wir mit dem Irak machen, müssen wir mal gucken. Und ihr steht in der Gebiet, wo ihr jetzt damit kommt. Das ist nicht gut. Marschiert bitte eins weiter. Unsere Manpower sieht auch gut aus, das Gold ebenso. Und sie haben gerade Frieden geschlossen und die Kleinen annektiert. Wie gut, dass da immer noch Rebellen sind. Hoffen wir, dass sie nicht zu uns kommen gleich. Könnte ein interessanter Krieg werden, potenziell. Und der Krieg von Chagatai ist vorbei. Schauen wir mal. Sie mussten Kernprovinzen an die Euraten abtreten, ein paar Provinzen an Usbekistan. Gut, dass wir sie ziemlich verkrüppelt haben. Aber immerhin, sie haben noch die Kontrolle über Jakant. Die Frage ist, wie lange noch? Außerdem werden sie gerade noch von Transoxanien überrannt. Good luck with that, my friends. Good luck with that. Ah. Heiliger Krieg gegen Yuzhang. Wir haben sie entdeckt. Allerdings sind sie ein Tributstaat von Ming. Sollten sie sich davon jemals befreien, merken wir uns das aber. Und Kangra werden wir sicherlich bald bekehren. Deswegen können wir es auch einfach mal als Mission nehmen. Und verdammt. Ich habe nicht aufgepasst. Die Armee steckt hier fest. Delhi, gib mir mal bitte Militärzugang. Und ich wundere mich, wo die Truppen bleiben. So. Wir könnten eigentlich unsere Armeen in dem Zuge jetzt auch ausbauen wieder. Nicht besonders weit, weil sie sonst ordentlich Zermürbung erhalten hier. Aber ich würde tatsächlich eine weitere Armee schlichtweg draufsetzen aktuell. Außerdem senke ich mal die Inflation. Ich meine, wir zahlen aktuell 10 Dukaten ungefähr. 10,5 Dukaten für 40 Mann, 40 Regimenter. Hier würde ich einfach nochmal so ein Regiment draufsetzen. Wobei, vielleicht erstmal eine halbe Armee quasi. Also 7, 2, 1. Und dann können wir die andere gleich immer noch nachziehen. Wobei, machen wir es doch gleich richtig. Bauen wir eine komplette Armee. Ziehen wir die nach. Und räumen wir auf. Dann haben wir auch gute Karten für den Krieg. Und sind auch bereit für die Mamelucken danach. Ah, und da wurden wir gerade entdeckt. Schade. Egal, damit kommen wir trotzdem klar. Diplomat, du gehst mal bei unseren Vasallen die Beziehungen verbessern. Es lohnt sich immer mal wieder zwischendrin. Wir haben eine Revolte in Nigari. Gut, dann kümmert ihr euch erst darum. Ich kriege ja jetzt gerade meine neuen Truppen mit rein. Super, jetzt werden die da auch noch entdeckt. Na, danke. Meretzin wird Vasall von den Osmanen. Das sind die Kleinen hier, okay. Und Chagatai hat Frieden mit Transoxanien geschlossen. Chagatai beendet die Vasallisierung von Jharkhand. Ha. Ha. Und die würden sich sogar fast vasallisieren lassen. Oh, ich überlege gerade ernsthaft, mich mit denen zu verbünden. Wir müssten halt die Grundsteuer, die müsste bei uns deutlich wachsen. Und bei denen sinken. Im Idealfall. Na, wir lassen es erstmal bei der aktuellen Situation. Wir haben ja sowieso zu viele diplomatische Beziehungen. Aber schauen wir mal, was bei rauskommt. Eine weitere Revolte hier unten in Adal. Machen wir es doch erstmal so. Können wir nämlich die zweite Armee auch gleich zu Rebellen schicken. Und die sollen von der anderen Seite reinmarschieren. Dann können sie immerhin auch gleich die kompletten Truppen sichern. Ich würde dann tatsächlich versuchen, einfach nur die Armee von Masandaran dann zu vernichten für den ersten Moment. Aufarbeitung des Steuerrechts.
Sicherzustellen, dass die Gesetze des Reiches in Übereinstimmung mit der heiligen Scharia stehen, verlangt, dass wir gelegentlich unsere Steuereinnahmepraktiken überprüfen müssen und uns so nah wie möglich an die Rechtsposition der großen Gesetzgeber unserer Hanafit-Schule halten. Das bedeutet, den Steuerüberfluss, der sich über die Jahre angesammelt hat, zu beseitigen und nur das zu nehmen, was von der Scharia erlaubt ist. Und ausnahmsweise lehne ich tatsächlich mal ab und gehe Richtung Mystik. Ich will mein Geld haben. Ich brauche mein Geld. So, bleibt zu hoffen, dass die sich gleich gegenseitig bekämpfen. So. Marschier mal los hier runter. Ach, wir kommen gar nicht dahin. Stimmt, verdammt. Okay, egal. Wir bleiben trotzdem bei dem Konflikt erstmal so, wie er geplant ist. Nämlich damit, dass wir Masandar dann direkt vernichten, so gut es geht. Während in Nagari hatten wir ja schon Erfolg. Und wenn Adal von Rebellen überrannt wird, was juckt mich das? Wenn wir mal ehrlich sind. So, ihr kriegt den schlechten General, denn ihr habt noch eine Menge Weg vor euch. Machen wir es so. Und... Moment, bevor wir das machen... Verdammt, sie sind immer noch nicht bereit dazu. Schade, der Ausbau der Armee hat nicht gereicht, dass Transoxanien uns freiwillig Land gibt. Aber wir könnten ja mal gucken, ob die Kleinen uns vielleicht was geben. Okay. Sieht nicht so aus. Doch, Hadramut wäre bereit dazu. Was nehmen wir denn? Kishin oder Kateri? Wir nehmen Kateri. Ach, darauf haben wir keinen Anspruch. Mukalla wäre die andere Option. Ne, dann nehme ich tatsächlich sogar Kishin. Denn das ist immerhin erreichbar für uns. Habe ich sonst noch Ansprüche, die ich durchsetzen könnte auf dem Wege? Schauen wir mal. Wo haben wir denn Eroberung? Basra. Gut, das geht nicht. Die haben nur eine Provinz. Masandaran könnten wir versuchen, wird aber wahrscheinlich nicht klappen. Und das war's auch leider schon. Ich würde sagen, wir erklären eine Auslöschung der Ketzereikrieg und greifen Karakulu an, sobald der Monat gewechselt hat. Ist jetzt einfach so kurz und schmerzlos. Masandaran hat keine Truppen mehr. Und damit muss Karakunlu sich jetzt mit den 21.000 Mann oder wie viel sie haben uns entgegenstellen. Und das Problem wird sich, glaube ich, recht schnell lösen lassen. Und wir können die Shafi einladen. Ein extra Händler. Das war, glaube ich, administrative Macht, oder? Die brauche ich gerade an anderer Stelle. Die brauche ich definitiv an anderer Stelle aktuell. Und den Diplomaten hebe ich hierfür auf. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt einfach mal so. Weil diese Armee hier einen wesentlich kürzeren Weg vor sich hat. Und werde mir hier einfach mal Shirvan holen. Als allererstes. Und wir können ja schon mal über einen Frieden nachdenken. Wie gesagt, würde ich die Grenzlinie gerne irgendwie so festlegen. Und das geht sogar, aggressive Expansion angeht. Shirvan regt sich natürlich auf, Karakunlu genauso und Masandaran. Aber das sind auch die ganzen, die quasi dazugehören zu dem Club, wenn man so möchte. Den Frieden würde ich gerne nehmen. Weil dann können wir uns auch Shirvan da oben vernünftig erobern. Und eventuell können wir vorher noch was von Masandaran übernehmen. Schauen wir mal. Fangen wir auf jeden Fall mit Shirvan an. Ihr stellt euch in den Rücken von den Truppen in Shirvan, einfach um Deckung zu geben. Oh, 11.000 Mann stehen da im Norden. Okay. Dann können wir vielleicht sogar etwas offensiver vorgehen. Soll mir recht sein. Wenn ihr den Fehler macht, das kleine, unbedeutende Gazikumuk zu belagern, tut das von mir aus sehr gerne. Wird mich sicherlich nicht darüber beschweren.
Ich glaube, Shiravan wird sehr schnell fallen. Das ist gut. Oh. Das ist nicht gut. Oh. Oh, 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 oh. Okay. Das ist gar nicht gut. Verlierst die neuen Truppen gleich. Okay. Ich muss zugeben, das war schlecht. Das war sehr schlecht. Da war ich zu gierig. Da war ich viel zu gierig. Gut. Heben wir nochmal so eine Armee aus. Und ich konzentriere mich und mache etwas langsamer. Äthiopien hat gerade die Mamelucken rivalisiert. Soll mir recht sein. Männer eilen in Scharen zu den Fahnen. Sehr schön. Gott ist wirklich immer mit den stärksten Bataillonen. Wunderbar. Und ich würde tatsächlich sagen, die Festung ist zwar noch nicht gefallen, aber ich werde trotzdem gleich einen Cut setzen, gleich nach der Volksreligion. Und wie reagieren wir da drauf? Ja, wir versuchen das Ganze auszumerzen, stellen uns auf die Seite vom Ulema. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir Karakulu überrennen und dann wahrscheinlich Frieden schließen. Und wahrscheinlich auch die Mamelucken angreifen, denn es sind nur noch 3 Jahre. Bis dahin, haut rein und ciao.